Ladies and Gentlemen, die 100% Patchnotes draußen. Wir legen direkt los. Ich gehe nicht ins Detail, wie ich es beim letzten Video schon versprochen habe, wenn die Patchnotes draußen sind. Wir starten direkt, also das meiste werdet ihr schon kennen. Und bevor ich das vergesse, in den Patchnotes wird nicht um ein Wort die P2020 als Starterwaffe erwähnt. Das heißt, die P2020 scheint Standard Loot auf dem Boden zu bleiben. Wir werden weiterhin mit keiner Waffe in der Hand starten. Imperial Hall selber, der die Global Series gerade im ersten Split gewonnen hat, hat es eigentlich in einem Livestream geteasert und gesagt, in Season 16 werden wir mit einer P2020 starten. Wurde vielleicht aus irgendwelchen Gründen wieder entfernt. Wie auch immer, wir fangen an. Wie gesagt, ich gehe nicht ins Detail. Wir haben jetzt statt 4, 5 Charakterklassen, Assault, Recon, Skirmisher, Controller und Support Legenden. Wer da alles drin ist, das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile. Wenn nicht, guckt einfach mal noch die letzten Videos von mir, da erkläre ich alles genau. Ich werde jetzt auch nicht auf die Fähigkeiten eingehen, auch das sollte lange, lange bekannt sein. Ich gehe hier nur auf die allgemeinen Änderungen ein. So, dann kommt auf jeden Fall Team Deathmatch. Die ersten 3 Wochen werden wir Team Deathmatch Only spielen. Wir werden 3 Maps zur Verfügung haben. Das war, glaube ich, Habitat, Skulltown und die andere Map habe ich jetzt. Achso, Partycrasher. Nach den 3 Wochen werden wir ein Mixtape bekommen. Das ist quasi die Limited Time Playlist oder Limited Time Modus Playlist, von der ich gesprochen habe, in der sich in Season 16 erstmal Team Deathmatch, Kontrolle und Gunrun befinden wird. Diese 3 Modi werden jetzt permanent spielbar sein. So, Mixtape-Liste habe ich jetzt hier durchgekaut. Die Nemesis kommt ins Spiel, ist auch bekannt. Eine Energy-Waffe, eine Energy-Burst-Waffe. So ist es. Wir starten direkt ins Anniversary Collection Event am 14. Februar um 19 Uhr und können quasi 24 Collectibles einsammeln. Und wir bekommen als Belohnung, falls wir das durchhaben, bekommen wir Erlungsshards. Und ich sehe jetzt hier gerade auf der Map, sehen wir, wie die Map aktuell im Anniversary Event aussehen wird. Wir haben lauter Charakterballons, Nessie-Ballons und so weiter und so fort. Das sieht alles sehr, sehr interessant aus. Und auch der Schweif, wenn man rausspringt, sieht recht geil aus. Ich bin mal gespannt, ob das jeder hat oder ob das so eine Art Schweif ist, den wir, wenn wir zum Beispiel Dia geworden sind oder Pratt oder Master oder sonst irgendwas. Firing Range Update finde ich sehr, sehr interessant. Wir können jetzt dynamische Stats an- und ausschalten. Wir können unendlich Nachlademunition an- und ausschalten. Wir müssen quasi nicht jedes Mal zu diesem Waffen-Rack gehen und uns neue Munition holen. Richtig, richtig geil. Wir können den Hitmarker an- und ausschalten. Wir können Friendly Fire sofort in dem Menü an- und ausschalten. Wir können die Target-Geschwindigkeit, wir können ja die Dummies, können wir jetzt an- und ausschalten. Wir müssen nicht mehr diesen nervigen oder das nervige Easter Egg aktivieren, was manchmal funktioniert und manchmal nicht funktioniert. Wir können per Tastendruck quasi die Dummies laufen lassen. Wir können die von links nach rechts bewegen lassen. Wir können sämtliche Schilder den verpassen, weiß, von weiß bis rot, die können crouchen, die können laufen und so weiter und so fort, die können auch stehen bleiben von mir aus, also wie gesagt, Schildlevel habe ich auch erzählt und eins war noch, ach so, ja, und das finde ich sehr, sehr geil, endlich, wenn wir so ein bisschen 1 gegen 1 spielen und ich habe keine Energie mehr, dann muss ich jetzt nicht erstmal ganz nervig mich entweder selbst heilen, Schilder wechseln oder die Legende wechseln und dann wieder zurück. Ich gehe einfach in den Auswahlbildschirm, aktiviere dieselbe Legende nochmal und dann ist die Legende wieder voll geheilt. Absolut geile Geschichte. So, Orientierungsmatches, das ist das, wenn du einen neuen Account erstellst, quasi ein Smurf für die, die so schon lange dabei sind, dann könnt ihr ein Orientierungsmatch starten auf jeder Map, die gerade aktiv ist und dort können wir mit Freunden spielen, wir können gegen Dummies spielen, das geht aber nur für einen neuen Account. Es scheint so zu sein, wenn ihr die erste offizielle richtige Battle Royale Runde startet, könnt ihr den Orientierungslauf nicht mehr machen. Man kann aber auch von einem Neuling als Standardspieler wie mich zum Beispiel, also Spieler, der schon lange dabei ist, der schon immer spielt, wie auch immer, du machst jetzt quasi einen neuen Account und könntest mich jetzt in dieses Orientierungsmatch mit einladen. Das geht auch, aber ich könnte es selber nicht starten. So, jetzt Hammers. Dann kommt der legendäre, der goldene Shotgun Bolt ins Spiel.
Den kann man craften, den kann man finden. Und er hat automatisch den Perk mit drin, den wir aus dem Kinect Feeder war es, oder Kinect Loader hieß der, glaube ich. Das heißt, wenn wir mit einer Shotgun sliden, wird die Waffe automatisch nachgeladen. Kugel für Kugel. Care Package Rotation ist auch mittlerweile klar. Die Hemlock geht ins Care Package. Die Rampage LMG. Die beiden verwechsel ich irgendwie. Rampage, Rampart. Klingt mir zu ähnlich. Die kommt aus dem Care Package raus. Dann haben wir die Longbow und die Vault gehen in den Crafter. Dann haben wir die G7 und die K, die kommen wieder raus. Gold, Weapon, Rotation, die Nemesis, die Rampage, die PK, die Wingman und die 99 gehen in die Gold-Rotation. Der N-Wheel Receiver für die 301 und die Flatline fliegt raus komplett. Kann nicht mehr gefunden und gecraftet werden. Hammerpunkt kommt wieder rein ins Spiel für die Mosambik und die P2020. Kann man finden, kann man craften, wird als goldener Aufsatz gefunden. Die KSMG bekommt einen kleinen Nerf. Munitionskapazität. Standard waren 20, ist jetzt 19. Die 99 bekommt tatsächlich einen kleinen Buff. Grundschaden pro Kugel von 11 auf 12 erhöht. Die Assault Rifles, sprich 301, Havoc, die Hemlock und die Flatline, meine Fresse, die bekommen einen stark erhöhten Rückstoß beim Schießen auf der Hüfte. Beziehungsweise, was heißt stärkerer Rückstoß? Die Genauigkeit beim Feuern aus der Hüfte wird einfach stark erhöht. Die 301 wird genervt, Grundschaden wird von 14 auf 13 reduziert. Dann die Hemlock bekommt natürlich einen riesen Buff, das sollte klar sein. Weil sie jetzt eine Care-Package-Waffe ist, Grundschaden von 20 auf 23, Headshot-Multiplikator von 1,75 auf 1,8 erhöht, Recoil wurde angepasst, also der Rückstoß, die Waffe hat einen integrierten Boosted-Loader, das letzte kann ich mir sparen, die Mastiff, Spread-Pattern-Adjustments, das Pattern ist jetzt, also das Streumuster ist jetzt enger zusammen. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger zu treffen, aber wenn ihr trefft, dann solltet ihr richtig treffen. Diese nervigen Dreier- oder Elfer-Hits, die sollten dann der Vergangenheit angehören. Da habe ich auch ein Talent für. Dann bekommen sämtliche Shotguns jetzt einen Schaft. Der ist einfach im Handling, Nachladegeschwindigkeit und so weiter ein Stück erhöht. Und die Projektilgröße wird im Close-Range-Fight erhöht. Und irgendwann sind die Projektile auf einmal kleiner. Die schrumpfen auf einmal auf Erbsengröße. Warum, wie das technisch geht, ist, na egal. Darum geht es nicht. Die Peacekeeper hat ebenfalls, wie ich schon sagte, einen Stock dazu bekommen. Projektilgröße ebenfalls erhöht im Nahkampf. Und bei der EVA 8 ist es im Prinzip genau der gleiche Spaß. Die Rampage ist nun Floor Loot, ist klar. Der Schaden wird natürlich jetzt wieder reduziert. Grundschaden 26 war vorher 28 im Care Package. Und natürlich, wenn wir sie finden, ist sie nicht mehr mit einer Thermitgranate gefüllt. Das sollte klar sein. Dann haben wir Legendenänderungen und jetzt muss ich leider, es gibt keine vernünftige deutsche Übersetzung, also EA ist da noch nicht hinterher, muss ich jetzt leider hier meine Übersetzung rausholen und hoffe, dass ich das hier halbwegs vernünftig durchlese. Ich lasse es auf Englisch auf jeden Fall hier stehen. Wir starten mal hier. Die Passive, der Herzschlagsensor. Der Ton wurde angepasst, so dass Gegner hören, wenn sie gespottet werden. Die Aktivierung habe ich auch vor kurzem erst erzählt. Wir können das nicht mehr triggern, um mal ganz schnell irgendwo ein Heartbeat zu sehen, sondern ihr müsst es gedrückt halten. Das ist ungefähr so, wie als würden wir eine Waffe ziehen. Und ungefähr so lange dauert das, wenn wir richtig im Aim sind, bis wir dann tatsächlich auch mal ein Heartbeat sehen. Es soll einfach verhindert werden, dass wir das triggern können. So, dann haben wir Lock-On-Anzeige, wird jetzt nur noch bei Herzschlag-Kadenz des Ziels angezeigt. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, sorry Leute. Hier kann ich euch überhaupt nicht sagen, was das bedeutet. Searmains da draußen, klärt mich auf, klärt uns aus, auf, für alle, die es begreifen. Ich raff's tatsächlich überhaupt nicht. Taktische Fokus der Aufmerksamkeit zeigt beim gescannten Ziel keinen Ganzkörperscan mehr an. Ultimative Fähigkeit, und das ist das, was ich letztens schon sagte, da gab es einen Übersetzungsfehler auf einer Seite auf Twitter.
Denn die Dauer wird tatsächlich reduziert von 30 auf 25 Sekunden der ultimativen Fähigkeit und die Abklingzeit wird um ein Drittel erhöht. Das ist ordentlich, von 2 Minuten auf 3 Minuten. Und auch hier gibt es einen Punkt, wird nicht mehr bei der Initiierung angezeigt. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist irgendwas, wenn du die ultimative rausschmeißt. Irgendwas wird da nicht angezeigt. Was genau, kann ich euch hier leider nicht sagen. Da stehe ich völlig auf dem Schlauch. Der Bloodhound, meine Fresse, der Bloodhound ist eigentlich ein Rework, könntest du fast sagen. Die passive Fähigkeit aufspüren, das ist jetzt so eine Art weißer Rabe. Ich lese es einfach mal zu Deutsch vor. Weißer Rabe, ätherischer weißer Rabe, spawnen jetzt gelegentlich in der Nähe von Bloodhound. Das passiert quasi random, das können wir nicht provozieren. Wenn keine Feinde in der Nähe sind, man kann mit dem weißen Raben interagieren, so dass wir ihn scannen können, um dazu zu bringen, zum nächsten Spieler zu fliegen. Genau das passiert auch, wenn wir die ultimative Fähigkeit aktivieren. So können wir es direkt triggern. Aber wenn der zufällig auftaucht, das kannst du dann sonst im Allgemeinen nicht triggern. Der weiße Rabe hinterlässt eine neblige Spur, die Bloodhound verfolgen kann und teilt diese Richtung mit dem Team auf der Karte. Der Einsatz eines weißen Rabens bringt 25% taktische und ultimative Ladung zurück. Durch das Scannen eines weißen Rabens wird die taktische Ladung vollständig zurückerstattet. Jetzt kommen wir zur taktischen Fähigkeit. Auge des Allvaters, die Zeit für den Ganzkörperscan wurde reduziert. Das ist quasi ein kleiner Buff von 3 auf 1 Sekunde und dieser Diamant-Trigger auf dem Gegner bleibt unverändert. Warum das geschrieben wird, wenn daran nichts geändert wird, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich fahre hier mal ein bisschen runter, dass ihr das auf Englisch gerne auch so ein bisschen mitlesen könnt. Dann haben wir die ultimative Fähigkeit. Die ultimative Fähigkeit lädt unsere taktische den Scan nicht mehr weiter auf, aber lässt diesen weißen Raben ebenfalls erscheinen, der dann zu einem nächstgelegenen oder zu dem nächstgelegenen Gegner befördert, beziehungsweise nicht befördert, sondern uns die Richtung weist, sagen wir es mal so. Dann haben wir Mirage. Bambusels werden jetzt nur noch durch Geschossfeuer und Nahkampf ausgelöst. Das heißt, wenn der Feind draufschießt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Feinde, die verwirrt werden, erhalten nun eine Benachrichtigung auf ihrem Bildschirm und der Bambusel-Hitmarker bei der Bewegung des Ziels wird von 2,5 auf 3,5 Sekunden erhöht und wir haben noch, wenn wir ein Teammate reviven, werden wir unsichtbar und das, sobald der Revive vorbei ist, bleiben wir noch 3 weitere Sekunden unsichtbar. Wir werden übrigens dann beim Reviven automatisch als Mirage, falls wir die Waffe dabei in der Hand hielten, wird die automatisch geholstert, denn wenn ihr die nicht geholstert habt, was ja so oder so automatisch passiert, wird die Unsichtbarkeit in diesen 3 Sekunden aufgehoben. Das heißt, du wirst wiederbelebt, dann hast du 3 Sekunden deine Unsichtbarkeit, kannst dich irgendwo in Deckung begeben. Solltest du aber in dieser Zeit deine Waffe ziehen, wirst du wieder sichtbar, was eine schöne Dummheit wäre. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Änderung. Dann haben wir Pathfinder. Pathfinder kann jetzt in Zukunft die Beacons nicht mehr scannen, also fällt logischerweise auch diese 10 Sekunden Cooldown und natürlich, dass wir sofort die Zipline aktiv haben, wenn wir irgendwas scannen, das fällt natürlich komplett weg, das sollte klar sein. Die Zipline selber, jetzt ist es klar, es ist keine Verdopplung der Distanz tatsächlich, also nicht von maximal 150 Meter, wie ich es getestet habe, auf 300, sondern eine maximale Reichweite von ca. 60% mehr und wir zippen 66% schneller über die Zipline und das Aufstellen und das Abspringen von der Zipline, das wurde angepasst. Also wenn wir da irgendwie, ja, wenn wir abspringen und das aufstellen, da wurde irgendwas angepasst. So, dann wurde das Aufstellen der Zipline verbessert. Das heißt, wenn wir die spannen wollen und erstmal gucken wollen, wo will ich die überhaupt spannen, das ist manchmal sehr, sehr konfus und manchmal musst du erst sehr, sehr hoch zielen, dann wieder runter, bis das richtig da justiert ist, wo du es eigentlich hinhaben willst. Das soll auf jeden Fall angepasst worden sein und es ist nicht mehr möglich, die Zipline an einer Stelle zu platzieren, das out of bounds ist. Das ist quasi da, wo du drauf willst, wo vielleicht der Timer aktiviert wird.
wo du dann drauf gehst, wenn der Timer auf 0 geht. Das soll auf jeden Fall, bin mal gespannt, wie die das geschafft haben auf den ganzen Maps, das irgendwie so, dass das erkannt wird an jeder einzelnen Stelle auf jeder Map. Also ob das funktioniert, das war ich aktuell noch zu bezweifeln. Wraith, ihr Portal, doppelt so lang, von ca. 76 auf 152 Meter. Und das Portal, da ist sogar ein kleiner Nerf dabei. Das hält jetzt keine 60, sondern nur noch 45 Sekunden. Und Wraith, Bewegungsgeschwindigkeit beim Stellen des Portals wird kontinuierlich, wenn ich das hier richtig verstehe, über Zeit immer schneller. Also sie wird schneller, je länger sie das Portal zieht. Also in den Leaks hieß es ab, dann, wenn die 76 Meter quasi vom Standardportal vorbei wären, plus jeden einzelnen Meter, die es jetzt länger geht, wird sie dann auch schneller, was nicht der Fall ist. Horizon bekommt tatsächlich kein Nerf auf den Gravity Lift, dass dieser Bloom-Effekt, also dieses blaue Scheinen, quasi die Sicht versperrt. Das hier ist überhaupt nicht die Rede tatsächlich davon. Es wird einfach so sein, dass wir im Gravity Lift es schwerer haben, die Gegner zu treffen. Und das ist irgendwo so ein bisschen das, was bestätigt, als wir im letzten oder vorletzten Event auf einmal einen Bug von Horizon hatten, wo auf einmal keine Sau mehr so richtig was getroffen hat. Quasi ein Aim Assist Nerf. Und im Endeffekt ist es genau das. Und du wirst jetzt 10% schneller nach oben katapultiert im Gravity Lift. Dann haben wir noch Lifeline, habe ich auch schon drüber gesprochen. Wenn wir jemanden reviven, wirst du nicht so verlangsamt, sondern es geht alles sehr, sehr schnell. Und dadurch wirst du als Lifeline nicht so schnell runtergeballert. Als nächstes haben wir die Ultimative. Die Dropgeschwindigkeit. Dieser Leak hat tatsächlich nicht gestimmt. Es war die Rede von 2,5 mal so schnell. Es wird von 14 Sekunden auf 8 Sekunden reduziert. Das ist aber auch eine ganze Menge. 6 Sekunden weniger, muss ich sagen. Und das Care Package kann man jetzt weiter wegstellen von Punkt A zu Punkt, keine Ahnung, also die Reichweite, wie wir das stellen können, wurde auch erhöht. Map Ranked Rotation oder Ranked Map Rotation, World's Edge, Storm Point und Broken Moon im 24-Stunden-Rhythmus, finde ich eine absolut geniale Änderung, auch wenn ich nicht Freund von den Maps im Allgemeinen für Ranked bin, außer World's Edge tatsächlich. Hier gibt es ein paar explizite PC-Änderungen, auf die gehe ich jetzt tatsächlich nicht ein. Und es gibt Quality of Life Changes. Da habe ich mir wirklich nur die interessanten rausgepickt, weil da auch einiges dabei ist, was jetzt nicht wirklich interessant ist. Zum einen ist ein Feature dazugekommen, dass wir im Kartenrotationsauswahlbildschirm jetzt sehen, welche Map als nächstes kommt, wann. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir so eine 2 oder 3 Rotation sehen, dass wir quasi nach, von mir aus, World's Edge ist Stormpoint dran und nach Stormpoint direkt die nächste Karte. Ihr wisst, was ich meine. Es könnte ja mal sein, dass irgendwann 4 Maps in der Rotation sind und dann siehst du nur die nächste Map. Müssen wir mal sehen, was da, wie das genau angezeigt wird. Vielleicht ist es auch wirklich nur die nächste Map. So, dann können wir im Gunrun-Modus jetzt Team Nessie begrüßen. Wir hatten irgendwie ganz komische Teamnamen. Und die Teamnamen sind jetzt auch so geändert worden, dass wir, also die wurden nicht geändert, aber du warst immer dasselbe Team. Egal wie oft du gespielt hast, du hattest immer denselben Teamnamen. Das hat sich nie geändert. Du hast optisch nur andere Gegner in anderen Teams gesehen. Das soll jetzt geändert worden sein, dass du in jedem Team mal sein kannst. Und auch im Team Nessie. Mega unspektakulär. Aber ich wollte es einfach mal der Vollständigkeit, weil Team Nessie dazugekommen ist, mit reinbringen. Dann haben wir eine Quality of Life Change, die ich sehr, sehr begrüße. Denn Verbrauchsgüter, wie zum Beispiel eine Schildzelle, eine Batterie, ein Medikit, ein Phoenix-Kit, siehst du jetzt, wenn ein Teammitglied sich sowas reinpfeift, seht ihr das jetzt unten links im HUD. Ihr kennt das, wenn ein Teammitglied revived wird, also hochgehoben wird. Er ist nur genockt, er wird hochgehoben und dann hast du wie so einen Indikator ringsrum um sein Charakter-Icon und das gibt es jetzt auch für die Consumable-Items, die man sich selber reinpfeifen kann. Finde ich eigentlich eine ganz geile Sache. So, was haben wir noch? Ein Scoreboard, also ein Damage-Scoreboard, wurde Kontrolle hinzugefügt, dass man da jetzt auch mitten im Game sieht, wie viel Schaden man gemacht hat. Das finde ich auch keine schlechte Idee. Dann Firing Range, das habe ich schon erzählt, dass man einfach die ausgerüstete Legende
wieder neu auswählt, um eben die Heilung komplett wieder zu haben. Könnte ich mir jetzt eigentlich Spannendes zu erzählen. So, und wir können jetzt, das finde ich auch sehr geil, du rennst manchmal mit einer Einfachoptik rum und willst vielleicht aber einfach ein Dreifachvisier haben. Du musst jetzt nicht länger das Visier vorher droppen, um dann nochmal deinen Optik-Slot, deinen leeren Optik-Slot zu pingen, damit du deinen Mates sagen kannst, Achtung, ich brauche eine Optik. Das heißt, du hast eine Optik ausgerüstet und kannst trotzdem den Optik-Slot pingen. Finde ich eine coole Sache, klein, aber fein. So, und dann gibt es als letztes noch Audio-Adjustments, also Justierungen, wenn man an diese Zip-Rails auf Broken Moon rangeht oder abspringt, audiomäßig bei den Feinden. Das heißt, du hörst das alles ein bisschen besser. Und Ladies and Gentlemen, Bugfixes, ihr seht selber, wie viel es ist. Ich spare mir den ganzen Spaß, weil es ist holla die Waldfee, mal wieder eine ganze Menge. Und lasst euch einfach mal überraschen, wenn dann der 14. Februar ist, der Valentinstag, dann werden wir überrascht mit wahrscheinlich doppelt so vielen Bugs. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr drauf, über kurz oder lang mir eine Liste zu machen, was die schönsten und tollsten Bugs sind. Die können wir uns gerne dann gegenseitig teilen, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, einen schönen Start ins Wochenende, und wir sind bei 20 Minuten. Wenn ich jetzt auf alles im Detail eingegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich hier 40 Minuten gequatscht. Ladies and Gentlemen, sorry, wenn ich hier und da die Übersetzung nicht ganz so gerissen habe, aber im Groben solltet ihr jetzt auf dem Stand sein. Das war es jetzt von mir. Haut rein, ciao.